Hallo zusammen, mein Name ist Michael Wittmann und in meinen Videos nehme ich euch ja immer ein Stück weit mit in mein Leben. Und heute gehe ich mir eine Ausstellung anschauen, nämlich die Ausstellung von Thomas Olze, Flächen und Gebiete in der Galerie Preutzinger Art. So, ich bin jetzt hier zwischenzeitlich in Preutzingen angekommen und jetzt mache ich mich auf zur Galerie. Das ist nur ein kurzes Stück, einfach hier die Straße runter. Und das ist die Galerie Preutzinger Art. Ah, und ich sehe schon, da ist doch schon zur Eröffnung ein kleines bisschen was los. Hallo zusammen. Hallo Thomas. Hallo. Ich sehe schon, die Ausstellung geht schon ganz gut los. Ihr habt schon ein bisschen Spaß hier. Genau. Alles klar. Du zeigst mir gleich was aus deiner Ausstellung. Zeig dir was, ja. Alles klar, super. Geh mal rein, lass mich noch meine Maske aufziehen. Jetzt. So, da sind wir schon bei den ersten Arbeiten. Das sind auch mit die neuesten Arbeiten der Ausstellung aus der Serie Glider, benannt nach einem Song der irischen Band My Bloody Valentine, wo es auch um Überlagerungen geht, um Vielschichtigkeit, deshalb auch der Titel Glider, der benannt ist nach einem Effektpedal aus der Musikrichtung Shoegaze, ja, mit dem halt immer wieder Gitarren verzerrt werden, übereinander gelegt werden, die unterschiedlichen Gitarrenspuren und Sounds, und da so eine Undurchdringlichkeit des Sounds erzeugt wird. Und genauso habe ich es eigentlich hier gemacht, analog in der Malerei, unterschiedlichste Schichten und Herangehensweisen von klassischer Malweise über Rakelungen, Zeichnungen, Schüttungen und da dann einfach wirklich so eine mehr oder weniger auf den ersten Blick undurchdringliche Bildfläche zu erschaffen und Gegensätze zu erzeugen, Uneindeutigkeiten, Ambivalenzen. Das ist so eigentlich der Hintergrund dieser Serie. Ja, mir gefällt gerade richtig gut die Vielschichtigkeit, die ich hier erkenne, die ganzen unterschiedlichen Details. Das ist schon Wahnsinn. Ach, sehr schön. Okay. Und die Installation ist eigentlich auch so gewählt, damit diese Strukturen, diese silberfarbenen Linien, die auch teilweise auch der Kleiderserie zu sehen sind, hier dann in den Raum dreidimensional übertragen werden, um eine Verbindung herzustellen zwischen zwischen diesen beiden Räumen und einfach nochmal eine zweite Ebene reinzubringen. Sehr cool. Und was ist das dann? Das ist auch aus der Kleiderserie. Mir geht es halt hauptsächlich um Gegensätzlichkeiten, um Antagonisten innerhalb des Bildraumes, um konkretes Vorgehen versus abstrakt expressivem, also sehr emotionalem Vorgehen, um das zu verbinden, wie auch in der Serie, der dieser jetzt hier im Raum gegenüber hängt. Da ist das von der Grundintention und Konzeption ähnlich angelegt, auch wenn es dann formal ästhetisch einen anderen Weg eingeschlagen hat. Okay. Sehr schön. Das wäre dann die Oberflächenerkundung Transitserie, wo auch drei Strukturen aufgetragen sind. Ganz schwach schimmert noch so die erste ganz konstruktivistische Bildebene durch, rein geometrische Strukturen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier noch rüberkommt, aber hier sieht man das noch durchschimmern durch die Farbe. Das Ganze wird dann übermalt auch wieder in einem abstrakt expressiven Gestus, wo auch die Leinen teilweise recht
ja, intensiv bearbeitet wird, was man dann auch mal sieht an ein bisschen schrundigen Farbgründen, manchmal sogar ein bisschen Verletzungen an der Oberfläche. Okay. Das Ganze wird dann nochmal gebündelt, um dann so eine Synthese aus den Bildräumen herzustellen, ja, von dieser metallischen Oberfläche, wo ich dann ganz bewusst im Gegensatz zu diesem rein, wie gesagt, emotional expressiven Vorgehen, ja, dann nochmal ganz bewusst überlege, was lasse ich stehen, wie bilde ich jetzt nochmal aus dem, was ich stehen lassen, Rhythmus, und das andere wird dann einfach überdeckt, wobei es natürlich ja immer noch da ist, weil man es ja auch noch durchsieht, ja, durch die Stellen, die einen sehr pastosen Farbauftrag hatten, wie hier, wo man auch noch die Pinselstriche sieht, die hier überhaupt am Grund sind, aber dann halt verdeckt wurden mit, ja, mit der metallischen, ja, Oberfläche, mit der metallischen Farbe. Ach, das gefällt mir jetzt gerade richtig gut, vor allem so der Bezug hier die knalligen Farben und dann hier das eher doch ja schon so ein bisschen metallische Schimmernde. Also das ist ein cooler Kontrast, das gefällt mir gerade sehr gut. Klasse. Auch eine Fortführung vom Raumkonzept, dass wirklich eine Ausstellungsnarration entsteht. Auch wieder diese Folie, die aus der Landwirtschaft kommt. Also auch wieder so dieser Gegensatz zwischen eigentlich natürlichem und technischem. Und auf der sind dann Arbeiten, Collagen gehängt aus überarbeiteten Landkarten, übermalten Landkarten, die ich dann mit einem Skalpell ausgeschnitten habe. Also da in dem Moment wird eigentlich, ja, das Skalpell zum Zeichenstift. Ja. Ja. Und dann halt wirklich eine Struktur, eine zeichenähnliche Struktur zu erschaffen. Okay. Und hier sind es dann Fotografien, teilweise Landschaftsfotografie, andere sind dann wieder abstrakte Fotografien, die auch nicht am Computer bearbeitet sind. Die sind wirklich so aufgenommen über optische Elemente. Und dann übermalt. Noch so richtig auf Film? Das ist Analogfotografie. Das ist auch sehr schön, ja. Ah, und hier hat schon rote Punkte. Ja, das wurde schon gleich am Auftakt was verkauft. Sehr schön. Ja, hier nochmal die selbe Serie wie im anderen Raum. Ein bisschen ältere Arbeit, aber auch hier sieht man, wie unterschiedliche Schichten den Bildraum ausmachen. Auch wenn man genau drauf guckt, sieht man hier ganz konkrete geometrische Strukturen, die noch durchschimmern. Okay, das wird man jetzt im Video wahrscheinlich gar nicht so sehr kommen. Ja, da muss man unbedingt vorbeikommen, muss sich das live angucken. Ja. Sehr schön. Und auch hier wieder das Gegensätzliche, aber im Gegensatz zu dieser Kleiderserie im Prinzip zwei Schichten. Also erst klassischen Hintergrund gemalt und da dann eine Schüttung aufgebracht, die ich dann auch beeinflusse, indem ich unterschiedliche Lacke zuführe und beim Trocknungsprozess dann auch die Leinwand bewege. Dann noch mit zu beeinflussen. Also ich kann dann schon noch, wenn man so will, eine Art Choreografie, ja, Bewegungschoreografie machen. Daher kommt dann auch dieser räumliche Effekt, ja, den wir jetzt hier zum Beispiel haben. Okay. Mhm. Genau. Aber hier ist wirklich klassisch erst Hintergrund, dann Vordergrund. Bei der Gleiterserie ist es umgekehrt. Da male ich erst den Vordergrund und dann den Hintergrund. Okay. Ah, cool. Genau. Und hier nochmal Kleinformate aus der Oberflächenerkundung Transit-Serie. Hier kommt man, ich weiß nicht, ob es dann auf dem Video hier ein bisschen besser rauskommt, weil hier ist diese geometrische Struktur, die drunter angelegt ist, noch relativ stark sichtbar. Ja, mal gucken, ob ich das vielleicht ein bisschen sichtbarer machen kann. Okay, wollen wir mal gucken, wie das rauskommt. Cool. Ja. Und schon sind wir durch. Eine doch recht schöne Ausstellung. Dankeschön. Ja, also ich sehe schon. Ne, du darfst ruhig mit ins Bild. Okay, da bist du.
Ja. Ah, ich sehe schon, die Ausstellung ist schon sehr schön geworden. Dankeschön, freut Und es freut mich auch, dass du jetzt so nach dieser Corona-Phase wieder so eine schöne Ausstellung hingekriegt hast, dass du Sachen zeigen kannst. Ja. Es wurde jetzt wirklich Zeit, dass man wieder ein bisschen auch kulturell was geht. Und ja, die Ausstellung ist jetzt noch bis zum 18.07. zu sehen. Mhm. Und jeden Tag von bis? Nee, die ist Donnerstag 14 bis 17, Freitag und Samstag 18.30 Uhr bis 22 Uhr und sonntags 11 bis 18 Uhr. Okay. Wenn jetzt Corona-mäßig nichts verrutscht, dann gibt es auch am 18.07. Führungen von mir ab 16 Uhr. Okay, das sollte man sich also dann unbedingt. Genau, da gibt es noch weiteres auf der Homepage von der Protzinger Art. Genau, einen Link packe ich dazu mit in die Videobeschreibung. Wunderbar. Alles klar? Gut. Thomas, dann danke ich dir. Ich danke dir. Genau, für euch heißt es, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt doch diesem Video ein Like. Ihr wisst, das ist wichtig für den YouTube-Algorithmus. Belohnt mich, belohnt aber auch die Arbeit von Thomas. Kommt unbedingt vorbei, schaut euch die Ausstellung an. Und wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt, dann abonniert doch gern meinen Kanal. Drückt die Glocke. Ja, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Ich sage nochmal danke an Thomas, dass ich hier sein durfte. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Video. Ciao.